Entschuldigung. Das war keine Absicht. Ist jetzt hier irgendwie unten eine neue Quest? Nee. Ist allgemein eigentlich eine neue Quest? Warte mal. Bis wohin sieht man die Quest? Bis hier. Ich will mal kurz rüber gehen. Nö, hier ist nichts. Gut, da unten sowieso nicht. Muss man ja auch mal wieder gucken. Das ist ja echt kacke, wenn durch eine Quest, die am anderen Ende der Welt ist, denn hier hinten irgendwie was freischaltet. In Alexandria hatten wir dadurch eine neue Quest. Oder zwei sogar. Weiß ich gerade gar nicht. Das hat aber auch so ein Katz- und Maus-Geschisse. Aber haben nichts. Nö. Hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert. So. Aber wenn wir mit der Story fertig sind und auch in dem Gebiet alle Quests und so abgeschlossen haben, oder wenn die Quest auch noch weitergeht, dann erst da. Kann ja auch gut sein, dass es hier ändert. Würde auch noch gut passen. So wie der da. Na? Wird dann. Kann das schon sein. Was mache ich eigentlich hier für eine Scheiße? Ich porte mich hier einfach mal hin. Ja. Ich überlege jetzt aber noch. Ist ja erst eine halbe Stunde. Je nachdem, wie lang die Quest noch geht. Eine halbe Stunde, Stunde haben wir ja noch. Ob ich dann. Das mit den Gladiatoren anfange. Ich würde auf jeden Fall die eine Quest dort machen. Weil die vielleicht nur kurz das mit dem Gladiatoren dann zeigt. Und dann würde ich in der nächsten Aufnahmesession dann da schön alles wieder durchballern. So. Herr Bayek, hier drüben. Ja, du schon wieder. Nervsäge. Warum so geheimnisvoll, Moss? Ich habe einigen Schabernack im Sinn, mein Freund. Für dich gibt es Geld und für die Maus ein idyllisches neues Leben. Ein Bauernhof an der Küste, wo ich Hühner und Ziegen halten kann. Aber. Der Mann will eine Riesensumme für die Ausführung, Herr Bayek. Aber Dollus, der gerissene Geist, hat dich geschickt, um bei meinem idiotensicheren Plan zu helfen. Ah, ich vermute, bei diesem Plan geht es um die Römer. Und Schmuggler. Also, willst du mir bei einem letzten Abenteuer zur Seite stehen, Herr Bayek? Warum nicht? Dass er immer so stöhnen muss. Ich frage mich wirklich, was er im Schilde führt. Erstaunlich, was römische Lippen ausplaudern, wenn man sie mit genügend Wein schmiert. Die Plaudertasche hat mir den geheimen Namen des Schmugglerschiffs verraten. Corvum Nicum, die schwarze Krähe. Bevor sie anlegen, wirft die Krähe ihre Schmuggelware ins seichte Wasser. Und die Schmuggler kommen ihre Beute später holen. Ja, genau. Was hat mich zu. Wir machen noch einen Piraten aus dir. Klau das Verzeichnis von den Römern. Das wird uns den Weg der schwarzen Krähe in den Hafen zeigen. Ich warte auf der anderen Seite des Hafens. Nicht erwischen lassen, Herr Bayek. Wieso musste ich das machen? Tertium, packe den Nunk! Tertium Oh, Nunk! shit. Du hast. Lauf, lauf, Kleines, du hast nichts gesehen. Sollten die Jäger vielleicht zu Gejagten werden? Hä? War ich hier etwa noch nicht? Sollst ins Wasser fallen, Junge. Hä? Wieso hat das nicht getroffen? Na? Hauptsache, er kümmert sich um mich und hinter ihm ist ein einfach mal Löwe. Oh, schwere Löwen. Na? Und noch ein Löwe. Scheiße. Nein. Aus. Aus. Ich finde das nicht okay, dass du die ganzen Löwen da tötest. Oh, der eine ist auch einfach so gestorben. Weil er da nicht rausgegangen ist.
Oh, Mist, Mist! So. Du bist hier. Ah, hier sind sie. Verzeichnis. Die hey. Schwarze Krähe. Und Notizen des römischen Hafenmeisters. Hier sind doch bestimmt noch mehr Löwen, oder? Da ist sogar Nefer drin. Hier sind noch Hyänen. Geh aus, verdammt! Das verstehe ich wieder nicht, wieso, dass er vorher wieder so viel Schaden gemacht hat. Lol. Einfach umgefallen hast hier. So. Ich muss wahrscheinlich erstmal zu dem Dude zurück. Könnte ich wetten. Sind ja auch nochmal ein paar Tiere. Kann man die auch gut farmen. Sind auch noch welche und auch. Also wenn man Pelz braucht, ist das hier echt ideal. So, wie muss ich denn jetzt zum Schmugglerschiff oder zu dem. Zu der Maus? Den. Muss ich die ganze Zeit an der Sendung mit der Maus denken, wenn ich. Okay, zu der Maus muss ich. Erstmal wegschubsen. Herr Bayek, du kehrst unversehrt zurück. Dürrlemmer. Im Verzeichnis steht, das Schiff kam mit der ersten Flut aus Alexandria. Ah, dann haben sie die illegalen Einfuhren am Schiffswrack östlich von Apollonia abgeworfen. Aber dem Ladungsverzeichnis nach kennen die Römer den Schlüssel. Sie werden auch suchen. Ich habe dich zu einem Piraten gemacht, Herr Bayek. Ein Schwindler der sieben Weltmeere. Ich muss zugeben, dieses Vorhaben ist mal wirklich erheiternd, Maus. Es ist schön, dich lachen zu hören, mein Freund. Ich habe ein Treffen bei den Ruinen an der Küste arrangiert. Komm mit der Beute dahin. Bald wird dieses erfreuliche Stück Land mein sein. Oh, ist aber... Ach, ist ja hier alles in der Nähe. Das ist ja alles in der Nähe. Ich dachte, jetzt müsste jetzt bis Alexandria den ganzen Weg da abschuppern. Das wäre nicht so witzig. Oh, nein! Ich hatte das doch kaum berührt. Das Schiff kommt, glaube ich, auf mich zu. Dieser Ort wird schwer bewacht. Lauf noch ein bisschen, dann kann ich, glaube ich, mehrere Ziele aufdecken. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Oh, da ist ja noch eins gekommen. Nett. So. So, kurz mal drüber, bitte. So, eins ist hier. Oh, das sind sogar drei. Dann ist da das andere. Ach, die sind da ja alle auf einem Fleck. Zack. Und wieder hier schön alles kaputt machen, hier schön das auch anzünden. So. Geil. Geil. Ja, das hat schon mal super geklappt. Willst du dein Spielerlebnis mit coolen Gegenständen verbessern? Ja, das ist aber... Nee. Obwohl, ein paar Monturen, die sehen schon cool aus, aber... Echt Geld dafür ausgeben? Das ist doch Schwachsinn. Assassin's Creed ist ja kein Langzeitspiel. Das ist ein Spiel, das man längere Zeit spielt. Aber kein Spiel, das man über mehrere...
Jahre spielt. Bei der es dann sogar Sinn macht, sich dann das eine oder andere vielleicht zu gönnen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich finde es aber gut, dass ich in der Nähe gespawnt wurde. Das macht die Sache ein bisschen angenehmer. Wahrscheinlich sind das hier einfach nur so 200 Gold oder so. Na? Ich finde es aber immer noch merkwürdig, dass es hier keine Haie gibt. Dieser Schatz wird der Maus mehr nutzen als den Schmugglern. Oh, ich weiß nicht, wie das mit dem... mit dem Wasser, mit dem... ja doch, mit dem... wegen Salzwasser und Süßwasser. Aber ich glaube, Haie gibt es in beiden, Gebieten. Alter! Was ist mit dir falsch? Wo muss ich denn hin? Ah, ich sehe hier auch gleich um die Ecke. Naja, 200 Meter. Suchen die Streit? Alter, wie kann der mich... Das ist nicht normal. So, sobald ich mich heile, jetzt bin ich außer Gefahr. Das ist aber bestimmt wieder ein Viech, das mir nichts bringt, oder? Nein. Das ist doch kacke, wieso rennen hier überall Ziegen rum, die mir nichts bringen? Was? War doch klar. Findet sie, ihr nutzlosen Sackgesichter! Boah. Ich kann ihn treffen! Jetzt hast du ein Problem, mein Freund ist hier! Junge, er ist doch schon ich nicht so. Dich um. Kannst du nur ziehen? Maje, töte diese Schwindler! Sag gerade der Richtige, oder wie? So, gucken, wen ich erwische. Den falschen. Sie haben mich gefesselt wie ein Schwein. Schlitz. So, und der letzte. Bayek, töte diese Schwindler. Ja, ja. Schimmer. Nur ein weiterer Lügner und Betrüger. Wohin gehst du jetzt? Ey, wie nennst du mich? Kyrene war eine grausame Geliebte, Herr Bayek. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Wirst du es vermissen? Römer, die mich auf die Straße werfen? Leute, die in mein armes, verfluchtes Gesicht spucken? Nein. Verwende dieses Geld, um dir deinen Bauernhof zu kaufen, Maus. Ja, das werde ich. Und Wein aus meinen Reben und Käse von meinen Ziegen machen. Und irgendwann heben wir das Glas auf unsere Freundschaft. Ah, das werden die schönsten Tage. Hier, deine Belohnung. Vielen Dank aus tiefstem Herzen, Herr Bayek. Des Menschen Herz ist sein eigener Gott. Leb wohl, Smintos. Ja, und wo rennt er jetzt hin? Das war auch jetzt noch nicht zu Ende, oder? Weil er hat doch gesagt, er geht jetzt irgendwie wieder woanders hin. Ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig. Und die eine Quest ist hier weg. Wieso ist die eine Quest hier weg? Achso, weil ich den Gladiator hier, glaube ich, umgeklatscht habe und deswegen... Oh, das ist jetzt ärgerlich. Das ist ärgerlich. So. Gucken. Wo setzt er sich denn zur Ruhe? In Sifa. Wow. Ja. Scheint aber nicht wirklich was los zu sein. Sieht nicht danach aus. Nö, dann ist keine neue Quest gekommen. Okay. Die wird auch sehr interessant. Gut, da ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir die eine Mission hier jetzt dadurch weggemacht haben. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich noch porten. So. Ja gut, dann gucken wir in die Arena zumindest noch rein.
Die Quest können wir... Aua. Die Quest können wir aber trotzdem machen. Überlege die ganze Zeit, wann ich angefangen habe mit der Aufnahme. Ich müsste ja ungefähr um 6 sein. 3,5 Stunden. Hier sind nur Ruinen. Viel länger vor. Verschluckt vom Erderschütterer. Das kommt aber früh. Das hat wahrscheinlich noch dazu gezählt, wo wir angefangen haben. Vom Erderschütterer, also von Erdbeben wurden die alle kaputt gemacht. Eine Ode an den Löwen von Rom. Dünne Pfeile stecken tief in meinem Herzen. Liebe plagt die Brust. Wir haben uns das ja schon angehört. Schnell weg. Schnell weg. So, ich habe gehört, ich kann mit dir quatschen. Dunkle Haut, leichter Schritt, grüblerisch. Du musst der Sivaner sein, von dem Felix geschwärmt hat. Es braucht einiges, um den zu beeindrucken. Du musst gut sein. Aber lassen wir die peinlichen Vorstellungen. Ich komme lieber gleich zum Geschäftlichen. Dein Ruf eilt dir voraus. Wenn du gekommen bist, um für Gewinn und Ruhm zu bluten, dann empfängt dich Kyrene mit offenen Armen. Wie, das war... Das war's? Oh, wow. Toll. Wenn ich das geahnt hätte, dann... Ja. Oh Gott, wir gucken kurz rein. Wir gucken, was es gibt. Mal kurz gucken. Einfach nur mal kurz gucken. Na, ich denke, dann mache ich meine Aufnahmesession jetzt schon vorbei. Zu Ende. Ja, wieder das gleiche wie letztes Mal. Oh, aber diesmal gibt es weitaus mehr. Wenn ich auf dem Hammer draufklicke, gibt es dann wieder... Ja. Dann wieder 4 Stück. Und das bei 5 Leuten. Oh, das wird natürlich dann... 38. Dann wird das hier bis 40 dann gehen wahrscheinlich. Ich bin so doof. Den anderen Modus schalte ich ja erst frei, wenn ich den anderen fertig habe. Jetzt bin ich im Multiplayer-Modus drin. Aber das interessiert mich jetzt, ob das funktioniert. Hä? Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, was ich jetzt... Hä? Was muss ich jetzt hier machen? Also, rausgehen. Schon irgendwie klar, aber... Hä? Ich hätte nicht einfach draufklicken dürfen. Lasst den Kampf beginnen! Ich glaube, das ist ein Unendlichkeitsleben. Ja, deswegen habe ich auch noch meine Waffe. Wie rennt der denn hier hin? Geht's? Oh, oh. Verzeihung, Madam. Es gibt keine Pause im Gemetzel. Hier kommt neues Blut. Pff, ich ja immer so doofe Dinge laufe. Ich reiß also ist das wirklich so ein... Ja, guck mal, wie lange du überlebst. Also ein schöner Abschluss. Nicht. Dafür lass ich dich also wissen wir schon mal, dass wir das nicht machen werden. Das hätten wir in dem anderen, glaube ich, auch machen können. Aber ich dachte, dass es der Multiplayer wäre. Deswegen hatte ich es nicht gemacht. Gehe ich mal stark von aus. Tötet der tapfere Sivana noch mehr unserer mächtigen Gladiatoren aus Kyrene? So. Bogenschützen müssen wir erstmal weg. Wie ich ihn mit erwischt habe. Das hier ist aber bestimmt eine gute Level-Arena. Wenn man hier jedes Mal schön 20 Spiel bekommt, dann lohnt sich das ja richtig. Begrüßt die neuen Gladiatoren!
Was? Ich war... Lol. Okay, da war ich jetzt ein bisschen zu überstürzt. Okay, da sehe ich dann... Aber ich sehe gar nicht, welche Rangliste ich bin. Ich sehe einfach nur, dass ich... Ja. Ich werde aber definitiv schlecht sein. Ich könnte wetten, es gibt Leute, die das bis Welle 100 oder so machen. Aber da war ich einfach... Da habe ich einfach... Ja. Warte, mir wird ja... Arena, ja. Überlebe endlose Wellen von Gegnern. Du benutzt die... Ja. Genau. Und was wird hier erklärt? Gar nichts. Weil... Der Hammer ist der Hammer, noch welche. Hammer, Axt. Oh, blöd. Okay, bei den anderen, das sagt mir nichts. Der Duellant wird aber bestimmt richtig schwer, weil der mobil mit Schild bestimmt wird. Schild und Schwert, das wird richtig eklig. Kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Der Hammer, hier muss ich mit der Axt dran. Na, mal gucken. Wird auf jeden Fall länger dauern, vor allem, wenn das... wieder beim letzten Mal ist, die 5, und dann kommen die 5 nochmal, nur alle jeweils 2 Level höher. Dann wird das eine sehr lange, aber ich mache das wie letztes Mal, denke ich mal, alles in einer Folge. Obwohl, hier kann ich dann bestimmt auch so machen, dass ich dann die 5 mache und dann in der nächsten Folge die anderen 5, dass ich dann nicht so ein 3-Stunden-Video hochlade. Denke ich, wäre so halbwegs gut. So, ja, ich möchte raus. Dann hoffe ich, die Aufnahmesession hat euch gefallen. Wir haben 2 Karten erkundet. Ja, 2 Karten. Wir haben sehr viele Quests diesmal geschafft. Ne, Missionen, das hatten wir in den letzten 2 Touren gar nicht. Oder letzten 4. Weiß gerade gar nicht. Dann haben wir nur noch eine Karte zum Aufdecken und nur noch das Kolosseum. Und dann können wir endlich wieder die Hauptquest weitermachen und dann nur noch die Hauptquest. Bis wir dann das Add-on beginnen und dann wieder nur mit Erkunden anfangen. Yay! Aber mal sehen, vielleicht haben sie ja da was Besseres gemacht. Dass ein bisschen abwechslungsreicher wird und so. Ja. Aber man sagt es ja ihnen schon seit Assassin's Creed 2. Dass da einfach die Abwechslung fehlt in den ganzen Erkundungssachen. Sie haben sich zwar im Vergleich zu 2 mit 3 und zwar eine Art Brotherhood. Das war ja, glaube ich, so dann... Da haben sie sich wirklich verbessert. Aber dann ab da ist es dann mit Unity und jetzt ist es nicht besser geworden. Das ist echt schade. So laufen da nackte Frauen rum. Interessant. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein. Ciao.